Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal Electric Techie. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr euch einen Mixer selber bauen könnt. Ach ja, und wenn ihr neu seid, dann abonniert doch meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Los geht's nach dem Intro. Für den Mixer benötigt ihr einen Motor, einen Ohrenstab, einen Schalter und einen 9-Volt-Clip. Als erstes entfernen wir die Watte von dem Ohrstäbchen. Dann stecken wir den Stab auf die Motorachse. Nun erhitzen wir den Stab und biegen ihn ein bisschen. Dann kleben wir den Motor auf ein Stück Pappe. Nun löten wir ein kurzes Kabel an einen Pol von dem Motor. Das Kabel löten wir jetzt den Schalter. An den Schalter löten wir dann noch ein Kabel. Ein weiteres Kabel löten wir an den anderen Pol von dem Motor. Jetzt müssen wir nur noch den 9-Volt-Clip an die Kabel anlöten. Jetzt kleben wir den Schalter und den 9-Volt-Clip auch auf der Pappe fest. Ein zweites Stück Pappe kleben wir auf die obere Hälfte von dem Mixer. Jetzt ist der Mixer fertig und wir müssen nur noch eine 9-Volt-Batterie anschließen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.